So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Wir sind in Hogsmeade angekommen. Wir haben nur so ein Haus haben wir da betreten, zwei Häuser waren es nicht. Ja, wir gucken mal, was uns hier erwartet. Was wir hier alles besorgen müssen, steht links. Beziehungsweise, wo wir hin müssen. Besuche Wälzer und Schriftrollen, besuche Ollivander, besuche J. Pippins Zaubertränke und die magische Rübe. Oh, hier, Besen. Oh. Rebellion. Erstmal beklauen wir den hier. Goldtalas. Da ist auch noch eine Kiste drin. Das sind so diese ja, so Quidditch-Netze darstellen, denke ich mal. Also so Auffangdinger zum Üben. Oh, hier ist Besenladen. Zonkos, da sitzt eine Eule oben drauf. Ja, wo ist denn Ollivanders? Hier gehen wir rein. Zauberstab als erstes. Bei Merlins prächtigen Bart. Nicht schon wieder. Rebellion. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment, bitte. Ah, guten Tag. Ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Ich glaube nicht. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Ui. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Ach, Herrje. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Oh, klassisch grau. Oh. Ja, Ebenholz. Einhornhaar ist der Kerntyp. Und steif ist er. Gut, alles klar. Zauberstablänge 13¼ Zoll. Ja. Was haben wir hier noch? Oh, Variationen. Wir können... Faszinierend. Oh, ja, schwarz. Klassisch graubraun. Ja, wir machen uns einen Schwatten, oder? Schwatten zu. Wirklich interessant. Oh, warmes Braun. Hm.
faszinierend. Das ist ja cool, kann man den hier auch noch ein bisschen variieren. Ja, das ist ja mega. Da gibt's ja noch mehr. Wirklich interessant. Honigbaum. Faszinierend. Oh, hier. Graugrün, Spirale. Ein bisschen wie Moos sieht's aus. Wirklich interessant. Okay, das ist hier der Originale, so wie wir ihn hätten kriegen können. Oder bekommen hätten, sagen wir mal so. Faszinierend. Holzart, Ebenholz. Achso, jetzt kann man auch noch... Aber ich sehe hinten nicht, dass sich das verändert. Wirklich interessant. Schwarzdorn. Faszinierend. Wirklich interessant. Okay. Irgendwas Schwarzes nehmen wir. Mal gucken. Schwarzdorn. Länge. Faszinierend. Unnachgiebig. Das ändert ja irgendwie nichts, oder? Also ich sehe nicht, dass es sich jetzt geändert hat. Wirklich interessant. Tja, ich weiß auch nicht. Holzart. Schwarzdorn. Ich weiß nicht, was das jetzt hier machen soll. Vielleicht, wenn wir... Ich will jetzt auch nicht zu lang machen hier. Faszinierend. 11,5 Zoll. Wirklich interessant. Nachgiebig, leicht, nachgiebig. Was hat das denn zu bedeuten? Leicht federnd, geschmeidig, überraschend geschmeidig. Faszinierend. Wenn wir den jetzt... Ja, dann... Wenn wir den biegsam machen quasi, dann ist beim Zaubern wahrscheinlich, dass er sich so ein bisschen... Ich würde sagen, ein bisschen... Wirklich interessant. Ja, biegt oder so, ne? Wir bleiben beim Steifen. Faszinierend. Okay, aber ich will hier sehen. Wieso ändert sich denn das nicht hier? Die Holzart und so, das müsste sich doch hier direkt ändern, oder nicht? Wirklich interessant. Wir bleiben bei Ebenholz, komm her. 9,5. Was, wie groß war der? Faszinierend. 13,25, glaube ich, ne? Nochmal. Wir wollen jetzt nicht so einen riesen Zauberstab hier. Wirklich interessant. Mal 13 Zoll. Steif, okay, bleiben wir so. Kaufen, oder? Warte, was haben wir hier noch? Drachenherzfaser, die als Zauberstabkern dient und bekanntlich mächtige Magie erzeugt. Zahlen des Einhorns, das als Zauberstabkern dient und bekanntlich ständige Magie erzeugt. Zumindest die als Zauberstabkern dient und eine große Bandbreite an Magie erzeugen kann. Mächtige oder große Bandbreite an Magie oder beständige Magie erzeugt. Nehmen wir das hier oder nehmen wir Phönixfeder? Ich weiß nicht, was das hier für einen Unterschied macht. Wir nehmen das hier. Vielleicht können wir nochmal einen anderen Zauberstab kaufen, wer weiß. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Sehr gern.
Wenn sie ihn gut behandeln, gibt es keinen verlässlicheren Zauberstab als einen mit Einhornhaar. Und die Verbindung zu ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Ja, vielleicht, wenn der Zauberstab mal kaputt geht oder so, wer weiß. Ich bin gespannt. Weil mega, als kann man sich den Zauberstab irgendwie so ein bisschen einstellen, aber irgendwie, was ich nicht verstehe, warum hat sich der Zauberstab nicht geändert mit den Holzarten oder was auch immer wir da jetzt geändert haben. Vor allem sagt er mit Einhornhaar, wir haben ja jetzt kein Einhornhaar verwendet. Ich meine, okay, ist jetzt nicht schlimm, aber das wohl auch so viel Spiel hat. Wer weiß, wer weiß. Das war Ollivanders.